Und wenn es anfängt zu fließen, hau rein. Hau rein. Denn es könnte sein, dass es so dahin geht. Mit welchem Projekt oder mit welcher Idee auch immer. Wie viele Kompromisse machst du? Kompromisse ist etwas, das blockiert unseren Flow. Unser Flow ist abhängig davon, dass es einfach fließt. Und es braucht ganz wenige Mechanismen oder Verhalten, dass es eben fließt. Das Zweite. Wie viel Druck ist im Spiel? Ich möchte es unbedingt schaffen. Es muss gelingen. Ich mache jetzt alles, damit es jetzt gelingt. Wie viel Druck ist im Spiel? Etwas unbedingt haben zu wollen. Auf Druck reagiert die Natur mit Gegendruck. Wenn wir Druck im Spiel haben, ich will es schaffen, ich will es unbedingt erreichen, dann haben wir Gegendruck im Spiel. Und je mehr Druck, das wir aufbauen, desto mehr Gegendruck erzeugen wir, ganz unbewusst. Und genau das, was wir ja nicht wollen. Wir wollen ja, dass es läuft, dass es fließt. Und wenn wir sagen, ja, es funktioniert noch nicht, ich mache jetzt noch mehr, ich erhöhe jetzt mein Engagement, meinen Aufwand und ich setze noch mehr Ehrgeiz ein. Fließt es dann? Läuft es dann? Du weißt es selber. Sehr oft funktioniert es dann eben doch nicht, weil der Druck zu hoch ist. Also das Haben wollen oder das Verändern wollen oder überhaupt das Wollen im eigenen System blockiert unseren Fluss. Und wenn wir ein Konzept oder ein Projekt losstarten möchten und wir sagen dann, das wird genial, das wird ein Erfolg, das wird super, da werden wir sehr viele Kunden finden, wir werden sehr viel Geld verdienen oder was auch immer, ganz egal, das wird ein Erfolg, das wird ein Renner, das wird ein Läufer. Wenn diese Erwartung dabei ist, wenn wir sagen, das wird genial, das wird, ja, das wird durch die Decke gehen. Wie oft ist es dann so, dass es wirklich durch die Decke geht? Erinnere dich mal, bei Dingen, die du gemacht hast und die 100% in einem Flow waren, in einem Fluss, wo es einfach gelaufen ist, wie sehr hast du dir da vorher im Kopf alle möglichen Gedanken gemacht, hast dir ein genaues Konzept gemacht, hast gesagt, ich will es unbedingt schaffen, hast sehr viele Kompromisse gemacht, weil du gesagt hast, ja, dann wird es gelingen, dann wird es funktionieren. Oder waren es ganz einfache Ideen, die einfach da waren, du hast es versucht und auf einmal ist es gelaufen, auf einmal. Du weißt gar nicht, warum. Wenn du darüber nachdenkst, war das jetzt alles perfekt, was ich gemacht habe, dann wirst du sagen, nein, es war professorisch. Ich habe es einfach gemacht, ich habe es einfach versucht. Auf einmal ist es einfach gelaufen. Jetzt macht unsere Gesellschaft genau das Gegenteil vom im Flow sein. Wir analysieren alles durch. Wir denken alles durch. Wir machen uns Konzepte, Ideen und Gedanken. Wir wissen vorher schon, wo die Risiken und großen Chancen sind. Wir rechnen uns am Blatt Papier aus, wie genial das alles werden wird. Follow your flow. Jeder hat einen Flow, einen inneren Flow. Und wenn wir dem eigenen Flow folgen, diesen eigenen Impulsen, diesen eigenen Ideen, wo Energie daherkommt, ohne dass wir erwartungsvoll in die Zukunft denken, sondern jetzt ein Gefühl haben, es ist richtig, dann mache es, versuche es, probiere es, halte den Aufwand gering, so dass du jederzeit wieder rausgehen kannst. Und wenn es anfängt zu fließen, hau rein, denn es könnte sein, dass es so dahin geht. Mit welchem Projekt oder mit welcher Idee auch immer. Genau dann, wenn wir oder wenn Menschen nicht daran gedacht haben, wie genial das Ergebnis sein könnte, genau dann haben sie den Flow erwischt, haben sie diesen
diesen Fluss erwischt. Und genau das wünsche ich dir. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich schon drauf. Bitte!